So, hallo, willkommen wieder zurück. Da sind wir wieder im Auftrag 11 Rache. Wir wissen jetzt, dass Lady eigentlich Mary heißt. Ich würde gerne beim Trickster bleiben. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Trickster. Die Ausrüstung machen wir wie folgt. Agni und Rudo tauschen wir gegen Nevan. Und hier belassen wir es mal so, würde ich, oder? Ne, wir nehmen die Schrotflinte mit. Wir nehmen die Schrotflinte mit. 11.000 Orbs. 7.000 für eine Violette. Ich glaube, wir sparen noch ein bisschen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir mal einen großen Jackpot. Bereiten Sie einem Gast aus der Vergangenheit einen angemessenen Empfang. Mal schauen. Der Mechanismus des Wahnsinns. Wir werden schon erwartet. Oh. So. Das muss der Antrieb sein für den Temene Gru. Nein. Ich wollte das doch aufheben. Ein Teufelsstern, cool. So, da gehen wir wieder durch. Oder da gehen wir weiter. Der Weg zum Altar des Bösen. Das hört sich aber nicht sehr freundlich an. Schaut auch so aus, als ob da gleich abgeriegelt wird. Oh, du Mistviech! Na komm. Na? Zeig dich doch endlich wieder. Gut. Komm her. Komische Viecher. Verstehe ich nicht ganz den Ablauf von den Dingen, aber wenn man den Wolken fern bleibt, dann mobilisieren sie sich nicht. Da noch irgendwas zum Holen? Ist da noch was zum Holen? Nein? Okay. Altar des Bösen, ich bin da.
Drei abartige Gesichter sind in die Statue gemeißelt. Dem mittleren Gesicht laufen blutige Tränen über die Wangen. Schön, und? Da stecken zwei Schwerter drin, okay. So, wir müssen das Rätsel jetzt lösen. Aber wir haben ja sonst nichts. Ah, alt. Da hinten ist doch noch... Geht's noch weiter. Ah. Streck dich halt ein bisschen, Tante. Nee. Ja. Ah, okay. Wollen wir da schon rein? Nein, noch nicht. Wir wollen uns erst noch ein bisschen umschauen. Okay. Der Block steht. Der ist einmal fix, der rührt sich nicht von der Stelle. So, das sind ein paar Lamperln. Ey, Moment. So, komm weiter. Ah, ich verstehe. Ist echt schon so lang her. Über die Schwerter kommen wir hoch. Bin gespannt, ob die Schwerter dann noch einen anderen Nutzen haben. Für einen Gegner oder so. So. Drei abartige Gesichter sind in die Statue gemeißelt. Alle drei weinen jetzt blutige Tränen. Ha! Wo ich zuerst schon durch wollte. Oh, was für eine Kombi, ey. Wolltest du mich wirklich so nerven, oder was? Du bist der Geist. Ah, du Mistfisch, du! Gib halt nach, du! Du kleines... Wo bist du? Zu langsam. Mach halt so.
Saftsäcke. Wir sind aus dem Kampf eigentlich ganz gut wieder ausgestiegen. Auch wenn es wieder, ich weiß nicht, mit den Kämpfen, ich wäre nicht so richtig warm. Ich weiß aber nicht warum. Sühnenwagen-Haltestelle. Die Sühnenwagen-Haltestelle, so. Okay, das war jetzt aber nur gelackt. Weihwasser, geil. Ein Weihwasser. Geht doch. Mit Waffen, wo ich halbwegs zum Umgehen weiß, da ist das nicht so ein Problem. Wie zum Beispiel Nevan. Boah. Ab geht's. Aufs Maul, du Saftsack, Alter! Jawoll! Ah! Ah, warum trifft mich der? So. Komm her. So müssten anliegen! Alter. Boah! Den habe ich doch hochgejagt, bevor er rübergekommen ist. Oh, das war jetzt ein Schock, ey. Schock für die Ewigkeit. Oh, schön. Schön. Gefällt mir. Ausgesprochen gut. Die Folterkammer. Ah. Oder? Your mother ever teach you how to use a door? I knew it. Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal. The odor of that accursed Sparta.
A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Whoa! Oh! Komm her! Wow! Alter! Auf die Augen, okay! Wow, Alter! Was? Wow! Alter, geh weg! Nein, Alter! Ich glaube, das ist eine angefressen, kann das sein? Ah, er hasst uns. Oh. Alter. Okay. Trickster ist gut. Die Waffen. Das war gerade Alter, der rausgehauen. Ah, egal. Machen wir so. Aber die ganze Story wollen wir jetzt nicht. Ah, du! Verdammtes kleines Scheißfick von einem verkackten, keine Ahnung was du bist. Komm! Da! Come on!
Nix da. Nix da. Nix da. Wow! Du magst keine Besucher, kann das sein? Ich hab schon verstanden, du magst keine Besucher. Komm, 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 komm. Jetzt machen wir dich platte. Ah, du Wichsbirne, du! Wuhu! Ah! Haben wir? Ich werde das nie merken. Null. Aber ein Teufelstern. Und wir schauen mal, was es ausmachen wird. Nein, Alter! Nein, Alter! Verdammte Kacke! Ja, weiter. Das gibt... Alter, warum... Nimm mal so einen mit. Und so eine. 5000 haben wir noch. Kommt noch einer. Ein bisschen ausrüsten jetzt mal. Boah, Alter. Der Typ hat's ja nicht alle. Das finde ich gerade ein bisschen zu heftig, muss ich sagen. Also, ich meine, ich finde den Kampf an sich richtig geil. Aber dann zum Schluss, wenn er seine Flügel auspackt, ne? Seine Augen sind seine Schwachstelle. Nein. Alter, was war das jetzt? So. Ole, du. Oh! Okay. So kommen wir in den halbwegs bei. Boah.
Nein! Oh. Wow. Komm her. Wird immer schneller irgendwie, ne? Ah, fuck you. Nah ran, nah ran, nah ran. Fuck. Alter, alter, alter. Oh. Nee, ich bin grad zu riskant. Nein, ich will weg. Boah. Komm! Der war jetzt echt nicht ohne. Puh. Er ist weg. Wo ist er hin? Warum ist er weg? War er nicht tot? Ja, okay. Dankeschön. Rang C. Gut, der Kampf jetzt mit zweimal draufgehen. Boah. Alter Schwede. Alter Schwede. Wieder eine Cutscene, oder? Dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Like that, I won't be able to tell it now, will I? Thought I was a goner for sure. Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder is actually a tunnel. Linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Virgil is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He
He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell! Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one teeny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it. So I think you'd better hurry! But in return for your soul, it'll give you power. Marvelous, isn't it? Just let your young spirit drive you and go for it! Wish you would have told me that in the first place. You big mouth moron.